So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute das lang erwartete Spiel Planet Zoo. Und zwar die Beta, um genau zu sein, denn heute ist der 24.09.2019. Gerade eben hat diese Beta auch hier in Deutschland angefangen. Und ja, zur Verfügung stehen hier Szenario und Franchise-Modus. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel so ist. Und ich habe da schon ziemlich hohe Erwartungen aufgrund des, da ich ein alter Zoo Tycoon Veteran bin und freue mich sowas von auf dieses Spiel. Ich hoffe, ihr seid ebenfalls gehypt auf das Spiel, wenn es dann im Anfangs November, am 5. November um genau zu sein, dann vollständig raus ist und hoffe, dass wir das dann auch häufiger dann zusammen mal spielen können. So, wir werden jetzt hier heute den Szenario-Mode jetzt erstmal machen in dieser Folge. Und ich habe gehört, da gibt es zwei, drei Szenarien, die wir spielen dürfen. Ich werde jedes Szenario einzeln in einer einzelnen Folge bearbeiten, damit ich auch ein paar mehr Videos daraus bekommen kann und damit die Videos auch nicht unendlich lange werden. Mal sehen, was haben wir denn hier? Starte eine Karriere in der Zooverwaltung. Nimm abwechslungsreiche und zunehmend schwierigere Szenarien in Angriff und finde heraus, wie weit du kommst. Was haben wir denn hier? Nur eine, wie es scheint. Die Goodwind Horse. Heimschule im Anwesen. Das ist, glaube ich, das, was man in einem der Trailer schon mal sehen konnte. Mit den Warzenschweinen, wenn ich mich richtig erinnere. Schöne Statue, wie ich hier sehe. Goodwin House wurde renoviert und umbenannt, nachdem es von Bernard Goodwin in den 1980ern gekauft wurde. Seitdem ist es einer der besten Zoos des Landes geworden. Vor kurzem wurde es erneut renoviert, um viele der Gehege und Vivarien auf den neuesten Stand zu bringen. Aufgrund gewisser Probleme sind die Arbeiten nicht abgeschlossen worden. Und jetzt kommst du ins Spiel. Also, ich komme damit ins Spiel, nicht ihr. Ihr, wenn ihr das Spiel natürlich auch spielt, dann klar auch ihr. Aber in diesem Falle erstmal ich. Starten wir es mal. So, während es ladet, kurz vorweg. Aufgrund eines kleinen Fehlers momentan an meinem PC werde ich hier keine Ingame-Aufnahmen haben, also keine Ingame-Audio. Ich bitte daher um Verständnis. So, und deswegen bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Und erstmal hier das schöne Tor. Da wieder die Deodo-Statue. Die arme Frau. Ein paar Lemuren. Wirklich ruckelig momentan. Interessant. Somit sind wir mal wieder die zweite Geige. Ich hoffe es doch.
So, da sind wir dann. Erstmal gucken wegen der Steuerung. Sieht aber schon mal ganz solide aus. Wollen wir mal sehen. Steuerung rechts. Y. Und Z. Okay. Schade, kann ich nicht schieben. So, hallo Grizzlybären, lasst mich mal euer Gehege anschauen. Sehr schön. Wahrscheinlich mein Bruder. Lebensqualität. Es gibt nicht genug Beschäftigung für alle. Na, da muss sich doch was ändern. Hallo Bärchen. Die Tierkamera. Mehr gibt es dazu nicht. Okay. Kann es weitergehen, Madame? Okay. Es gibt also eine schnellere Version. Das Gehege der Tierarzt westafrikanischer Löwe. Die hätte ich auch ohne eine Markierung gefunden. Da haben wir. Das sind ja garantiert keine Berberlöwen. Also, das sind hier steht es auch, westafrikanische Löwen und keine Berberlöwen. Berberlöwen sehen nämlich deutlich anders aus und sind auch vor allem in Zoos, wie auch in freier Wildbahn ausgestorben. Ein Pärchen. Nehmen wir. Nehmen wir anzusehen. Sind beide. Sehr schön. Wäre doch auch schön. Im Handelszentrum. Na, die werden ja noch da. Werden die einzeln dorthin geliefert? Es kommt doch gerade, Madame. Guck mal da. Da haben wir schon die Kiste. Das arme Schwein.
Ne, das ist Konfetti. Ich mach das nicht sauber. So, wo bleibt Nummer 2? Und so sind so. Das ist das Handelszentrum. Naja, hat es schon geholt. Normalerweise sollte man so eine Kiste nicht so schnell schütteln. Die Ernährung sollten wir zumindest mal ein bisschen. Oh. Gut zu wissen. Wenn das so ist, hier Gehege. Ich glaube, wir sind mal so freundlich und geben denen mal ein großes. Ach so. Beides schön platziert. Da kommt auch schon der Pfleger. Gut, das machen wir dann als nächstes. Das wäre dort Schlammbad. Etwas groß. Egal. Hier. Wahrscheinlich müssen wir hier dann Baubarrieren Gehegeeingang. Wahrscheinlich wird das hier jetzt gleich aufgeklärt. Ach so. Okay, das ist böse. Das finde ich nicht toll. Ja, die Performance müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten ist ja schon ganz solide. Nehmen wir das hier und nehmen das.
Ja, das wäre vielleicht ganz optimal, wenn sie das wirklich als höheren Schwerpunkt benutzen, anders als in Sutter Kuhn damals. Aufnehmen. Können wir noch irgendwie mehr? Ah. Machen wir es so. Das war schon mal die Bronze. Ja gut. So, für Silber baue die Einrichtung. Ach, da soll das hin. Kann man es auch irgendwie drehen? Nee. Da. Ja, das will ich ja. Meine Güte, ne. Nochmal. Wie ging das denn hier? Nein. Meine Güte, ne. Ich muss jetzt einfach nur noch die Controls rausholen. Scheint so. Hilfe. Tiere, Gehege bauen dein Zoo. Ach so, ja gut. Ich wollte eher Steuerung Infos haben. Das Wesentliche. Grundsteuerung, Platzierungssteuerung. Drehen. Ah. Meine Güte, ist das eine komische Steuerung. Irgendwie ist gerade das alles etwas langsamer. So, ein neues Gehege.
Liebend gern. So, da. Ja. Okay, das ist. Das hakelt mir noch ein bisschen sehr. Da fand ich die Steuerung in Jurassic World Evolution, was die Zäune angeht, deutlich besser. War auch deutlich einfacher. Konnte man einfach zwischen den verschiedenen Modis mit der Leertaste schwenken. Na? Sieht zwar etwas komisch aus, aber naja. Oh, ja gut. Nein, das war. So. Ja, ich weiß. Ich will. Auf mindestens 4 Meter. Wie soll das nochmal gehen? Sauberkeit, Barrierestatus, Barriere. Ja, das sollte eigentlich für alle gelten, aber egal. Das soll ja Witz sein. Jetzt muss ich alles einzeln machen, oder wie? Komm schon. Einmal wählen. Land. Was ist das denn? Noch ist das ein bisschen hakelig. Ein bisschen schwierig. Ich verstehe das noch nicht ganz. Mindestens 4 Meter, so. Machen wir das mal so.
So, und nochmal. Wupp, wupp. 4 Meter. Hege. Ja, ich bin ja dabei. Nehmen wir die mal dahin. Solange das Spiel noch nicht allzu stabil ist, bleibe ich mal bei der vorgefertigten Version. Solange ich die Steuerung vor allem noch nicht ganz habe. Möchte mehr Gras kurz haben. War vielleicht ein bisschen zu viel. Erde. Machen wir das mal hier rein. In Thüringen geht es, was das angeht, gut.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese zu entfernen? Ich merke nämlich gerade, dass das etwas lau ist. Irgendwie ein Abreißwerkzeug. Ich verstehe jetzt, wie das hier funktioniert, aber ohne ein ordentliches Abreißwerkzeug macht das hier keinen Sinn. Den hier meinten die wahrscheinlich. Zack. Hier ist noch irgendwo ein. Meinen Sie den hier? Goldakazienbusch. Da sind noch ein paar. Und du da auch weg. So. Also, die wollen dann einmal den Adlerbusch noch ein paar Mal. Hey. Warte mal, hier gibt es doch sicher auch einen Filter. Wir wollen Tropen gemäßigt und Graslandschaften. Das sieht doch schon mal noch was aus. Aber die mögen sie wiederum nicht. Mögen sie auch nicht. Das ist dann etwas schwieriger. Nun machen wir erstmal nur Tropen. Aber ja nur nicht besonders viel. Sieht doch schon mal ganz freundlicher aus. Noch ein bisschen mehr. Das ist eine schöne Palme. Natürlich müssen sie sich auch ein bisschen verstecken können. Damit haben wir Silber, sehr schön. Ich glaube, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Ja gut, kann ich jetzt auch nicht wegbewegen. Lasse ich einfach mal so. Oh nein. Soziales Wohlbefinden, das ist ja katastrophal. Doch, was ich denn? Nimm drei neue Exemplare blauer Pfau. Liebend gerne.
Ist aber leer. Soziale Gruppe fehlt Ihnen. Zu wenig ausgewachsene Tiere. Yay! Komm schon, ich will dich kaufen. Gut, mache ich. Da fehlen ein paar. Sind etwas langsam, die Dudes hier. Ihr Flachpfeifen, da bin ich doch schon drauf. Ja, jetzt endlich. Meine Güte, ne? Emma den hier. Immer schön. Ja, sind schon dabei. Ups, die wollte ich noch behalten. Was haben wir denn hier? Gehege, der Tierarzt. Schneeleopard. Oh ja, den wollte ich sowieso schon sehen. So gerne. Oh, richtiges Instinkt schon richtig, relativ in die passende Position gedreht. Da ist er. Diese Namen. Ja, ich sehe es schon. Ich mache auch mal hier hin, dasselbe hin. Ach nee, darf ich nicht. Schön, wenn ihr mir auch zeigt, wo die ist. Das ist natürlich sehr schön. Ich hatte das Ding doch noch vorhin hier irgendwo gesehen. Da. Nee, hier war das doch irgendwo. Da. Also wie auch bei Jurassic World. Da war es ja genauso. Haben wir da noch eine hin. Und da hin packen wir noch eine hin. Oh, es wird auch nicht auf einen Schlag kühler. Das finde ich cool. Es wird mit der Zeit kühler.
Wir haben zu viel Grasland. Erstmal machen wir. Nochmal ein bisschen mehr hier. Ein bisschen mehr Felsen. Spielt, glaube ich, keine Rolle. Hauptsache, das Grasland wird ein bisschen weniger. Immer noch zu viel Grasland. Wie kriege ich denn das ganze Grasland weg? Ups, das wollte ich nicht. Ein Faust. Gut. Und hier steht jetzt was? Quarantäne, Rentengehege, Wohlbefinden. Ja gut, ja, die kann man jetzt nicht. Würde ich gerne einmal vorbeischauen, wenn es geht. Dann gucken wir, was zuerst hier. Ziel ist es, insgesamt für alle Tierarten auf 80. Okay. Gehege, was wollt ihr denn pflanzen? Welche? Schon wieder die goldene Akazie. Wo habt ihr die? Der goldene Akazienbusch. Wo habt ihr den denn versteckt? Ich habe hier zwar diese Schmirke. Das. Nein. Nein. Ist das diese hier? Nee, das ist auch eine Schirmakazie. Die wollen sie ja. Nicht von selben Kontinent. Ja, ich würde nur gerne wissen, wo dieses Ding ist. Das hier sind Schirmakazien. Das sind alles Gebüsche. Achso, Adlerfarn wollen sie allgemein nicht. Löschen wir das nur alles. Schön, dass der Löwe da erstmal schwimmt. Mit seinem Junges. Wie geht's euch jetzt, was die Pflanzen angeht? Zwei Büsche haben wir noch, aber wo ist die Goldakazien? Hier haben wir noch einen Busch. Noch einen Busch.
ist die Goldakazie. Da bloß die ist da irgendwo in den Felsen. Aber ich sehe die hier nirgends. Da. Die hängen hier etwas außerhalb, deswegen weiß ich, dass man darauf auch noch achten muss. Oder? Nee, die ist hier, hier ist noch irgendwo eine. Ich auch mal weg, sicher, sicher. Ich glaube, die das packt das. Da. Okay. Unpassende Pflanze. Gut, mache ich auch weg. Das ist ja kein Ding. Löwe, komm her. Sehr schön. Aber da ist dennoch etwas zu viel. Machen wir das mal weg. Komm her, Löwe. Ja, das sieht doch schon viel schöner aus. Dann das nächste Tier. Nee, so, das. Ach ja, stimmt, warte mal, die hatten doch noch andere Probleme. Lebensqualität. Lebensqualität durch Futter. Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter. Gerne doch. Gehege. Futter. Lebensqualitätsobjekte. Was kann man denn? Kann man das auf Art? Ah, schön. So, der ist natürlich da unten. So, was willst du? Und geben wir dir einmal das hier. Ein Kratzbaum wäre doch auch schön, oder? Zack. Und gefroren. Ja, nehmen wir den noch. Schon wieder? Okay, wird er dann noch hingeliefert oder was? So, jetzt geht's euch gut. Das freut mich. Ah, es hängt gerade wieder. Das freut mich. Euch geht es jetzt gut. Dann kann ich ja zu den nächsten Tieren gehen. Das sind die Wölfe. Erstmal im Wasser schnuppern. Ich glaube, er hat sich gerade die. Wir sagen einfach, dass er seine Nase geputzt hat. Gut, Lebensqualität. Dir fehlt es an Futter und durch Spielzeug. Gehege. Das. Immer runter. Wolf, westafrikanischer Löwe weg. Beuteduftsack. Komm, machen wir einfach mal aus Lust und Laune hier rein. Ging weg. Ein großer Ball darf auch nicht fehlen. Kaufspielzeug. Durch Futter. Mit einem Schlag auf 100%. Sehr schön. Einmal wieder hier hoch. Nächstes Ziel. Habe ich nicht schon? Wie viel Prozent? Okay.
Dann gehe ich jetzt erstmal zu den Katas. Die sind jetzt wirklich am niedrigsten. Hallo Katas. Ihr braucht nur was für Futter. Gut, gut. Das ist dann leicht schon schnell gemacht. Die Frage ist, sind die jetzt hier unter Katas oder Lemuren? Ne, über Katas. Okay. Gibt ja nur eins. Zack. Was ist das überhaupt? Beschäftigungsfutterbox. Und Gehege ist irgendwann nicht richtig. Das Gelände. Zu viel Gras kurz und zu wenig Erde. Das haben wir gleich. Erde schwer? Ist, glaube ich, in diesem Falle egal. Machen wir nur lieber ein bisschen kleiner. Nur die Stärke sollte noch ein bisschen. Noch einen Wert? Nee. Ja, solange es rumleckt, ist es wirklich eine Zumutung mit dem Durchfahren. Und das liegt definitiv nicht an meinem PC, hier die glatte Fahrt der Kamera beweist. An der Performance muss definitiv etwas gearbeitet werden noch. Vielleicht ist das zu groß. Mache ich das so erstmal. Hauptsache ich finde. So, das sieht doch schon. Das ist doch passend. Bei wie viel Prozent immer noch? Das bedeutet, irgendwas fehlt noch. Zack. Lebensqualität. Noch mehr davon. So, also ihr wollt definitiv noch hiervon etwas. Jetzt kann ich durch Futter. Ja, aber ihr habt keinen Platz mehr dafür. Bruh. Fail. Kann man einfach hier reinmachen. Wie sieht es denn von unten aus? Interessant sieht es aus. Kommen die überhaupt noch da hoch? Ja, ich habe sogar relativ gut platziert. Da kommen sie von dort aus hoch.
Und haben Versteckmöglichkeiten. Warum denn noch nicht? Ich glaube aber nicht, dass das so vorgesehen war. Also, Sozialverhalten, soziale Gruppe, zu wenig ausgewachsene Tiere. Kann ich noch eins kaufen? Nee, kaufen darf ich nicht. Okay. Das bedeutet, jetzt muss ich jedes Tier nochmal durchgehen. Der hier. Der Käfer, der hat noch ein paar Probleme. Genauso. Kann es sein, dass hier noch ein paar Tiere drin sind? Nee. Was sollte das dann jetzt gerade bedeuten? Was bedeutet das hier? Kiari, Ando und Meleia. Sind die das? Ja. Tier aus der. Ah. Interessant. So klar. Da. 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 Und den Käfer geht's wieder gut. Bin aber immer noch bei 77%. Das bedeutet, irgendwas hat hier noch nicht ganz geklappt. Wie sieht's denn mit dem Grizzly aus? Kamera, langsam. Wie sieht's denn bei euch aus? Ja, dachte ich's mir. Lebensqualität durch Spiele. Art. Kata, du bist ein Grizzly. Dann das. Nein, durch Spielzeug. Komm, kriegst du das auch. Tada! Das hier ist ja alles im grünen Bereich. Sozial auch, Ernährung auch, supi. Dann geht's weiter. Kontrolliere ich dennoch noch mal bei den Löwen erstmal. Upp. Habt Gehege. Gelände könnte ein bisschen besser sein, wie ich sehe. Yep. Felsen und Sand wollt ihr noch ein bisschen mehr. Aber was könnte man dagegen wegmachen? Gras noch ein bisschen. Okay. Erde und Felsen. Warum benutze ich Erde? Ich verdammter Volldepp. Ah ne, es ist zu viel Sand, aber dafür zu wenig Fels. Wie kann das sein? Es überrascht mich gerade, dass die so wenig Sand haben wollen. So ein Fels haben wir jetzt eigentlich schon genug. Machen wir jetzt. Sehr schön. Dann kommt als nächstes. Irgendwas wollen die Katter. Mein Gehege ist noch irgendwas nicht in Ordnung. Aber was?
Was habt ihr als Problemchen? Ist aber alles grün, nur bei Sauberkeit. Ja gut, da kann ich jetzt nicht helfen. Dann mal die Wälder. Ihr habt doch sicher auch noch irgendwelche Probleme, nicht wahr? Yep, Gelände. Zu viel Gras, zu wenig Erde. Wo bleibt das Geländefeld? Ja, die Mehrfachauswahl interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich will nur die Erde. Da, sehr schön. Zack. Nein, das. So, und nochmal. Was ist denn jetzt hier los mit dem Ding? Ich will doch nur. So, jetzt aber. Und wieder das Fels. Ja, so bin. Wo mal hier drumherum ein bisschen und dann für den Rest Schnee. Schnee, welcher sofort schmilzt. Ah, es macht dann automatisch Felsen. Interessant, das bedeutet die Klima. Irgendwas ist mit dem Klima nicht richtig. Wo war das denn jetzt nochmal? Da, nee. Wo war das jetzt nochmal? War doch hier. Irgendwo. Dieses Jahr keine besondere Anforderung an Wasser. Gletscherfläche. Ja. Klimaanlage? Ich will doch nur Klimaanlage. Wie ging das noch gleich? Gehege. Kletter, Tierflucht, dekorativ. Eindeutig nicht. Hierbei dann nochmal unter Tiere. Tieraufnahme, Transport, Wohlbefinden. Sauberkeit, Gelände, Temperatur. Das würde ich gerne wissen. Temperaturanzeige. Ah, so geht's. So, jetzt würde ich gerne noch mal. Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wo ich die Klimaanlage holen kann. Gehege. Da. Okay, darf ich nicht benutzen. Schade. So.
Bedeutet, ich muss jetzt irgendwie das Grasgelände wegbekommen. Schnee bekomme ich ja jetzt nicht. Erde. Und dann bin ich wohl gezwungen, Erde zu benutzen. Durchziehen. Ich habe wirklich die schönen Kleckse weg sind. Da oben auch noch mal durch. Hier noch mal, da noch mal. Hier haben wir auch noch ein paar Orte. Sehr schön. So, jetzt haben wir das auch. Wie weit sind wir? Strauß ist am Verhungern. Warum? Warum seid ihr eingesperrt? Warum seid ihr andauernd eingesperrt? Und was ist hier los? Hör mal, Död. Arbeitest du überhaupt? Ineffizient. Ja, warum? Keine Mitarbeiter oder was? Geschlossen, Einrichtung los. So. Mitarbeiter. Erstelle Tierpfleger. So, dich kann ich dich auch zuordnen. Arbeitsplanmanager. Okay, das ist etwas komplexer. Ich hoffe, du kümmerst dich jetzt aber schön hier. Gucken wir einmal rein. Geht da hinten hin. Macht alles nur nicht das, was er machen soll. Steht kurz vor dem Tod. Warum? Aber die Versorgung der Tiere ist hier total beschissen. Dann stelle ich noch ein paar weitere Tierpfleger ein. Was anderes kann ich nicht machen. Ich höre Streikende. So. Ja, wir wissen's. So, was haben wir noch? Die haben nichts zu trinken. Ja, gut. Nicht so im Wohlbefinden. Da haben wir noch ein Tier, was noch nicht ganz. Ein nettes kleines Gehege. Da hinten sind sie. Gehege selbst. Sauberkeit, Gelände, stabiler Rückzugsort. Ach so, die brauchen hier noch ein. Na gut, haben wir irgendwie einen Felsen, den wir dafür nutzen können? Würde ich gerne.
Machen wir mal so. So, finde ich gut so. So. Dich ziehen wir noch mal ein bisschen weiter hier hin, würde ich mal sagen. Sieht doch schon mal ganz schön aus. So, was ist jetzt mit einem stabiler zurück? Es gibt viel zu wenig Rückzugsorte. Naja, wenn man es genau genimmt, hast du ja jetzt einen großen. Na gut, ihr seid ja auch Schildkröten, da wundert es mich jetzt nicht. Machen wir es mal an. So. Wieso machen wir es nicht einfach mal so, dass wir hier einen Einwegspiegel reinklatschen? Damit können die Leute das Tier quasi überall sehen, aber das Tier kann die nicht sehen. Na gut, mache ich ja auch noch. Ich will mal nicht so sein. Ah, falsch. Was den Rückzugsort angeht, werde ich glaube ich noch ein bisschen erweitern müssen, wie es scheint. Weil das Tier hier wohl empfindest du das anders oder findest das sogar noch schlechter? Keine Ahnung warum, aber ich würde dann dennoch hier einfach mal ein. Süß, nur lauter kleine Steinchen. Gut, benutzen wir einfach wieder den hier. Sauberkeit, dann kümmern wir uns jetzt erstmal. Nehmen wir halt. Afrikanischer Rückzugsort, mittlerer, ein kleiner Rückzugsort. Das nennt ihr klein? Interessant, das nennt ihr also klein. So. Zack. Ja, geht eigentlich. Das dürfte hinhauen. Wenn ihr die ganze Zeit so meckert mit meinem schönen Gebäude, dann halt so. Das bedeutet jetzt nur noch die Ernährung. Ne, warte mal, ihr hattet auch hier Probleme. Zu viel Gras und teilweise zu wenig und zu wenig Sand. Na? Zu wenig Sand. Machen wir erstmal den Sand hier hin. Machen wir hier überall Sand hin. Okay, an Sand haben wir jetzt genug. Nur noch ein bisschen hiervon. Sehr schön. So. So. Dann werde ich hier einfach auch noch mal einen Tierpfleger reinsetzen. Stimmt, ich kann die ja nicht hier mitten ins Gehege reinschmeißen. Was haben wir denn hier eigentlich noch so für Beamte? Tierpfleger,
Tierpfleger, Techniker, Sicherheitsbeamter, Verkäufer und Tierarzt. Komm. Ich weiß nämlich nicht, ob wir gerade einen Tierarzt haben oder nicht. So oder so, spielt es keine Rolle. Jetzt haben wir einen. Da ist einfach Hunger und haben die immer noch nichts reingepackt. Interessant. Das Wasser ist drin. So, machen wir das so. So, was dich angeht. Essenstablett. Da ist auch schon einer unterwegs. So, dann gucken wir uns noch mal die Tiere an. Scheinen ja auch sonst alle gut zu gehen. Das bedeutet jetzt noch warten, bis diese Tiere gefüttert wurden und schon haben was. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal die ganzen anderen Sachen angucken, was hier noch zu finden sind. Was haben die denn hier gebaut? Das ist das Giraffengehege. Mit ein paar Zebras. Ein paar schönen Zebras. Wie schön. Es gab doch auch, ja, es gibt diese Verfolgungs. Na gut. Das Problem ist an dieser Sicht, dass das ein bisschen. So mehr ist. Gibt es vielleicht auch eine andere Steuerung? Mitarbeiter, Gäste, Management, Anzeigemodi. Nee, das ist es wohl nicht. Das ist ein bisschen schade. Scheinbar gibt es hier keinen Modus wie in dem alten Zoo Tycoon, was ich wirklich schade finde. Dass man die Straßen benutzen kann, um sich die Tiere anzuschauen. Ja, da kann man auch nicht hören, oder? Wer bist du denn? Ist noch ein bisschen schlirrig. Oh, da hat die Luft zu kämpfen. Immerhin kann man so seinen Park noch bestaunen. Sofern man mal was sieht. Ah. Na gut. Lassen wir es mal dabei. Was haben wir denn hier jetzt noch? Nur noch die hier. Gut. Steht dem Tierarzt rufen. So, das Gehege, Sauberkeit. Ist hier irgendwas, was schlecht ist? Nee. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Tierpfleger ist unterwegs. Tierpfleger finden. Das
Das liegt an der Tür. Deswegen kommen die da nicht durch. Na, dann haben wir ja unser Problem. Wieso kann ich das hier nicht einfügen? Dann vielleicht das Gelände runter machen. Nein, das hier. Was soll das denn jetzt? Das will ich irgendwie nicht. Das darf man wohl hier nicht. Schade, oder? Übernehmen. So, benutzen. Das könnte dann natürlich ein Problem darstellen. Ja. Wo sind denn diese Tiere? Barriere bearbeiten. Ja, mein. So. Hallo? Verbinde das doch damit. Sag mir, ist das hier vollkommen. So. Deswegen. So. Nein, doch dem. Das Stückchen nach oben machen. So. Und hier natürlich auch noch. So. So. Interessant. Der Tiger zum Gehege rufen. Tierarzt rufen. Sieben Tiere. Ja, das sind aber immer dieselben. Also könnt ihr hier auch mal was Neues machen. Meine Güte nicht. Gucken wir mal, wo ist er denn? Da ist er. Schauen wir ihm noch mal zu. Oh. Konnte man das nicht? Ui. Kuckuck. Lecker Fleisch. Wie sehen denn hier die Sachen aus? Ne, so per Metoi. Keine Ahnung. Das sind doch Larven von Moderkäfer. Fisch oder irgendwelche anderen Würmer. Sehen zumindest den Moderkäferlarven sehr ähnlich. Nette Details. Hey! Ja, oh ja. Der hat's eilig. Na, kommst du da jetzt auch ordentlich durch? Jawoll. Jawoll. Der Tiger geht immer baden.
So, das dürfte dann weniger Probleme mehr machen. Ach, der Mann. Hör mal, hier. Du sollst das hier befüllen. Endlich! Danke. So. Damit haben wir es geschafft, die 5 Sterne, 3 Sterne. Was passiert jetzt? Ah. Ja. Dann guten Durst. Okay, das ist schon etwas gemein gewesen. Nobles Ziel, nobles Ziel. Der Goodwin-Frosch. Wäre auch ein netter Name, wie ich finde. Was meint ihr? Schreibt das doch mal in den Kommentaren. Ein Goodwin-Frosch. Oder vielleicht kennt jemand auch einen Godwin-Frosch? Passiert jetzt noch irgendwas hier, oder? Ich hab's ja geschafft. Ich glaube, jetzt passiert nichts mehr. Also, so geht ein weiteres Abenteuer zu Ende. Und ja, das Spiel gefällt mir sehr jetzt schon ziemlich gut. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann in Endfassung sein wird. Bin vor allem natürlich auch auf die ganzen Modder gespannt, was die sich noch für das Spiel so einfallen lassen. Und hoffe natürlich auch auf viele DLCs für das Spiel schlussendlich. Mein Fazit für das Spiel ist jetzt momentan, dass sie definitiv noch etwas an der Performance machen müssen, denn dieses Geruckel lag definitiv nicht an meinem PC. Sonst hätte ich dieselben Probleme auch mit der Kameraführung gehabt und die hatte ich nicht, sondern nur bei der Platzierung der Objekte. Also sehen wir, was dann so ist. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich auf das nächste Projekt, beziehungsweise auf das Projekt, was ich mir für das Spiel vorgenommen habe, welches dann ab November starten wird. Und hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid mit mir. Und bis dahin wünsche ich euer Ender ein paar schöne Monate und begrüße euch natürlich dann auch wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.